Wir sind gerade unterwegs durch quer Deutschland. Ich sag euch mal ganz kurz, wohin wir fahren, und zwar nach Heilbronn. Ihr glaubt's nicht. Wir treffen uns mit niemand Geringeres als Kaufland. Also ihr Lieben, ihr wisst ja, ich gehe super gerne bei Kaufland einkaufen. So viele von euch folgen uns ja auch auf Instagram. Und dann wisst ihr natürlich auch schon, dass wir euch seit 2 Jahren immer mal wieder durch Kaufland mitnehmen. Ich liebe es einfach da einkaufen zu gehen. Ich nehme mir auch mal gerne die Zeit. Es ist auch für mich so eine Samstagabendbeschäftigung. Ich sage, Hansa, wir gehen jetzt einfach nach Kaufland, zu Kaufland. Das ist einfach so eine Herzenszusammenarbeit, sage ich mal, so eine Herzenskooperation. Ich mag das Wort Kooperation, ich finde, Zusammenarbeit trifft es eher. Ich fülle sie sonst immer in neutrale Gläser und so seht ihr einfach die Produkte, die ich natürlich auch so immer bei Kaufland einkaufe. Also für mich ändert sich da gar nichts, nur dass ich jetzt von mir aus so ein bisschen den Kontakt zu Kaufland erhalten habe und wir uns jetzt mal so von Gesicht zu Gesicht persönlich kennenlernen, und darauf freue ich mich schon so lange. Wir machen einen Zwischenstopp in Frankfurt. Ich liebe Frankfurt. Frankfurt ist so eine coole Stadt und ich weiß auch, dass viele von euch aus Frankfurt kommen. Ihr könnt mir gerne mal hier unten in die Kommentare schreiben, wo ihr herkommt. Ich habe es auf Instagram schon gefragt vor 2 Tagen und unglaublich, über ganz Deutschland verteilt. Laut Statistik kommen die meisten aus Berlin, aber es ist gar nicht so. Also ganz Deutschland, wir haben alles dabei. Immer dieser Struggle, wer die Tür aufmacht, wenn man sich gerade frisch die Hände gewaschen hat. So geht's auch. Ich freue mich schon, wir spielen gleich wieder unser Autofahrtspiel. Das geht nämlich so, wenn man verschiedene Kategorien, und dann sagt immer einer, zum Beispiel Kategorie Berufe, dann sage ich Klempner, und Hamza muss dann einen Beruf mit R finden. Hamza, go. Reiseleiter. Richter. Jetzt endet immer alles mit R. Ja, ich hasse dieses. Deswegen Spiel mit dem Beruf macht keinen Spaß. Kategorie Berufe macht keinen Spaß. Macht überhaupt keinen Spielt Spaß. Spielt Tiere, Marken. Hey, ich trage den Ehering. Warum eigentlich? Gib mal, komm mal her. Oh, das ist peinlich. Und jetzt erwarten euch tolle Aufnahmen von der Autobahn mit toll hinterlegter Musik. In 3, 2, 1, go. James, ich liebe dich. Matire James. Wir hören übrigens immer in letzter Zeit Musik von Maître James. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Französischer Rap ist das, glaube ich, ne? Oder? Hip-Hop. Ja, französischer Pop, Hip-Hop. Es ist so cool. Ich werde es mal hier unten in die Infobox verlinken. Aber ich kann es nicht zeigen, am Ende wird das hier. Abspielen können wir es nicht, Copyright und so weiter. Warte mal, können wir mal über dein cooles Oberteil reden, was man jetzt nicht sieht, weil wir in deinem Tunnel sind? Hey, das ist Werbung. Ist doch egal. Warte, was überbillig. So, Hamza hat sich. Boah, das. Ey, zum ersten Mal bin ich eifersüchtig auf Hamzas Klamotten. Hallo, wo gibt's denn sowas? Ich finde, das ist so eine schöne Farbe. Aber wir sind ja keine Modeblogger, deswegen. Ja, weiß ich nicht. Weiß, vielleicht wäre ich Modeblogger irgendwann mal. Modeblogger. Noch 16 Wochen bis zu unserem allerersten Urlaub. Ah, oh mein Gott, ich bin so urlaubsreif. Also, um ehrlich zu sein, mein letzter Urlaub, ich weiß nicht mal, ob man das Urlaub nennen kann, ist 6 Jahre her. Natürlich war man mal in der Türkei bei der Familie und... Nein, sechs Jahre. Du warst in Izmir. Ich war in Izmir ja bei der Familie. Natürlich ist das Urlaub, aber ich meine so ein richtiger Erholungsurlaub, wo man die Füße hochlegt. I'm sorry about this. Wann warst du denn im Urlaub, Hamza? Ich habe mein Leben noch nie Urlaub gemacht. Noch nie. Wirklich noch nie. Kann man jetzt so einen traurigen Filter reinmachen bei dir? Ja. Das klingt echt traurig, oder? Was heißt traurig? Es ist irgendwie so normal geworden, dass man wirklich 1 bis 2 Mal im Jahr Urlaub macht. Ja, und was ist schon normal? Die Prioritäten waren anders. Die Prioritäten waren anders, genau. Und falls ihr euch fragt, wohin die Flitterwoche... Türkei! In die Türkei. Hab ich das vorher gesagt? Ich weiß gar nicht, wie der Ort hieß. Kalkan. Auf Arabisch. Kalkan. Aber bitte zum Mitnehmen. Jetzt sind wir gerade in Frankfurt, in der Innenstadt. An der Zeil. Alle reden mal von der Zeil. Jetzt bin ich auch mal da gewesen. Aber wir sind gerade schon in der Zeil. Wir sind nicht drin. Im Endeffekt gibt es die Läden ja auch bei uns im Ruhrpott. Deswegen gucken wir mal, ob es irgendwas Besonderes gibt. Komm, ich freue mich, du bist hier. Boah, Frankfurt ist so eine geile Stadt, ne? Aber ich will trotzdem hier nicht leben können. Es ist mir zu viel los. Echt, ey. Ich dachte, du bist angerippelt. Und dann kommt einer von Leuten. Und du denkst dir so, hä, meint der jetzt mich oder meint der? Ich finde, uns haben so viele Leute erkannt.
Einfach so über YouTube. Also ich hätte nicht gedacht, dass Zuschauer aus Frankfurt haben. Ja, weil du, also du musst dir auch vorstellen, die Leute erkennen eher mich als dich. Also ja. Ich bin in dem Sinne berühmter als du. Komischerweise. Also es stimmt wirklich, gerade kam eine ganz süße, die hat gesagt, ja, ich habe den Hamza erkannt, sogar von der Seite. Also nicht, ja, aber nicht nur in Frankfurt, überall. Überall erkennen die dich eher. Die erkennen mich immer. Ja, ich habe Hamza erkannt, dann habe ich dich gesehen. Aber schön, du bist mein Merkmal, Hamza. Ich bin dein Ring, dein Diamant. Ich noch so zu Hamza. Lass uns in keinen Laden gehen, den es in Bochum auch gibt. Und wo waren wir? Einkaufen. Aber ich bin gar nicht so der Shopping-Typ, aber ich habe zum Hamza gesagt, ey, lass uns mal zum Zara rein. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, dass ich da irgendeinen Schnapper mache. Ja, habe ich dann gemacht. Das war kein Schnapper. Okay, es war nicht reduziert, aber es war also doch, es war eigentlich recht günstig. Ja. So, hier konnte ich jetzt nicht einfach so dran vorbeigehen. Unbedingt was probieren. So, jetzt haben wir uns Macarons genommen, einfach so auf die Hand, obwohl wir noch nichts Richtiges gegessen haben. Oreo-Macarons, Zitronen-Macarons. Als Foodbloggerin muss ich aber sagen, dass ich mein Rezept auch online habe. Verlinke ich euch natürlich in die Infobox. So. Lecker. Lecker. Man merkt, dass die selbst gemacht sind. Ich habe dir extra ein Stück übrig gelassen, damit wir voneinander probieren können. Ehrliches? Ja. Lass mal probieren. Ja, wo ist meins? Im Magen. Ey, ist doch selbstverständlich, dass man gegenseitig voneinander probiert. Also auf eure Empfehlung sind wir jetzt bei Mama Forno und probiert habe ich noch nicht, sieht aber schon mal sehr gut aus. Der Moment, wenn wir Teller tauschen. Ich krieg immer die Reste. Aber das ist doch was. Immer kurz bevor ich gegessen habe, bevor mein Teller leer ist, sagt die, komm erst mal tauschen, Hamza. Das ist psychisch, damit du weniger isst, ne? Ja. Schlau von dir. Ich hasse es. Wenn du in DM bist, ich hasse es. DM ist so eine Sucht. Man hat es an jeder Ecke. Man merkt es immer an ihrer Hand. Zeig mal deine Hand. Noch ist da nichts drauf. Und sonst immer hier und da. Sonst sind überall Striche. Da weiß man, der Mann, ja, die Frau war einkaufen, war shoppen. Nein, ich kann nicht gespielt werden. Ich sehe es nicht. Das ist keine Szene von dir gerade. Ich bin schockiert. Zwei Kuchen gekommen sind. Ey, ganz ehrlich, ich hätte damit 5 Döner kaufen können. 16 Euro. Wo sind wir? Ein Bochum zahlt höchstens 1 Euro pro Stunde. Warte mal, zum Verständnis, warum wir so schockiert sind. Wie viele Stunden waren wir jetzt? Ja, bei 16 Euro, wenn halbe Stunde 2 Euro, also 4 Euro, dann sind wir 4 Stunden hier gewesen. 4 Stunden. Sag mal, habt ihr nicht alle? Dachte, im habt ihr sie nicht alle? Habt ihr sie nicht alle? Habt ihr sie nicht alle? Oh, kennt ihr das nach dem Essen, wenn man noch so einen Absacker braucht? In Form von Latte Macchiato. Also ihr müsst verstehen, für mich ist Latte Macchiato einfach immer Latte Macchiato gewesen. Das hat sich auch noch nie anders etabliert bei mir im Kopf. Das Witzige ist, meine Eltern hatten ein Café ungefähr 18 Jahre lang. Ich habe da immer ausgeholfen, auch schon als Kleinkind quasi. Und ich habe immer Latte Macchiato gesagt, immer. Ich glaube sogar, die Kunden haben es mir falsch beigebracht. Wonderwaffe, wir kommen gleich. Macht euch bereit. Hier, du Parkticket-Dauerbeauftragte. Danke. Bitteschön. Der Beifahrer ist immer der Parkticketbeauftragte. Seid ihr auch der Parkticketbeauftragte? So, und weil wir den Besitzer von Wonderwaffe in Essen und in Frankfurt kennen, gehen wir natürlich super gerne unseren Latte Macchiato da trinken. Und das Coole ist, Hamza hat gerade mit ihm telefoniert, mit dem New Wise, und hat ein Gewinnspiel klar gemacht. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal rein. Hier ist die Kamera. Was meinst du, wir essen auch ein Jens Mühlfeld oder Frankfurt? Was meinst du? Da gucken wir es erst an. Essen und Frankfurt? Ach, der Geiz bestimmt nicht, der Weiß. Ich hoffe. Komm schon, Weiß. Tja, Hamza, deiner besteht nirgendwo. Okay, Kikis Kitchen sind ja auch wir beide. Ja, ich bin Kitchen, du bist Kikis. Das ist doch ganz einfach. Okay. Das ist doch ganz einfach. Heute ist Cheat Day. Also bitte, ich will keine ermahnenden Nachrichten in den Kommentaren. Bitte. Ich will einfach nur genießen. Warte mal, ich muss noch ein Foto machen. Ja, Mann, voll geil. Macht ein Gewinnspiel. Macht auch für Essen ein Gewinnspiel. Ich schwöre euch, Kikis Kitchen, das Beste, was es gibt. Das Beste. Ihr habt den Wise gehört, so ein cooler Chef. Und das könnt ihr gewinnen, 2x2 voll beladene Waffeln. Und dann könnt ihr einfach mit eurem Liebsten kommen
oder euren Liebsten Überraschung machen, wenn ihr gewonnen habt und es euch schmecken lasst. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, schreibt mir doch gerne mal, was euer Lieblingstopping ist für eure Waffel. Also 2x2 in Frankfurt und 2x2 in Essen. Genau. Ich schreibe euch aber alles Weitere nochmal in die Infobox. Jetzt darf ich, oder? Jetzt darfst du. Nee, mein Foto muss ich doch noch machen. Also unsere Vlogs sind doch sehr überraschend. Jetzt haben wir ganz plötzlich ein Gewinnspiel gestartet. Auch sehr cool, oder? Ist dir kalt oder so? Mir ist kalt. Ich habe Angst. Ich sag jetzt wieder so 5 Euro. Ich sag, wir müssen einen Kredit aufnehmen. Wow! 2 Euro nur. So, jetzt geht's nach Stuttgart. Ich habe eine Stuttgart-Familie und da sind wir immer gerne, wenn wir in Baden-Württemberg zu tun haben und natürlich auch mal so zum Besuchen, ne? Aber wir bekommen da einen Schlafplatz und die Fahrt dauert jetzt noch um die 2 Stunden. Ja, und wer fährt? Der Hamza. Neuer Tag. Wir sind in Heilbronn, haben gleich unseren Termin. Und dann will ich noch irgendwo hin. Also hier sind ja so viele Städte miteinander verzweigt, dass man einfach mal noch ein paar Städte entdecken muss. Ja, ist also verzweckt miteinander hier, ne? Vielleicht lohnt sich ja noch nach Mannheim. Ach, waren wir ja schon. Frankfurt ist schön. Frankfurt ist richtig schön. So, wir sind gerade auf dem Rückweg nach Bochum. Jetzt haben wir richtig Hunger bekommen. Haben jetzt einfach auf Google eingegeben, wo es Chi-Köfte zu essen gibt. Total Lust drauf. Ja, es ist voll lecker, ey. Ich liebe Chi-Köfte. Auf jeden Fall geben wir jetzt eine Kleinigkeit snacken und dann geht die Autofahrt weiter. Genau, das ist ja snacken. Das ist kein Mittagessen, das ist ein Snack. Also nochmal zur Information. Ich mag Chi-Köfte, aber ich könnte das nicht nur einzeln essen. Okay, nicht erschrecken, das Auto vor mir bremst gerade, deswegen ist es hier rot in meinem Gesicht. Ich habe richtig Hunger bekommen. Und weil wir gestern doch so ein bisschen ausschweifend gegessen haben, hier Nudeln mit Sahnesoße und dann noch Wonderwaffel, was ich aber nicht bereue, war super lecker, gehen wir jetzt Chi-Köfte essen. Ist, glaube ich, auswärts immer so die beste Alternative, wenn man gerade auswärts ist. Vegan, gesund, sättigend, richtig lecker. Natürlich ist es keine Werbung. Man muss ja immer echt Angst haben, dass man hier Sachen, dass die Leute denken, ja, die macht das ja jetzt nur, weil das jetzt irgendeine bezahlte Kooperation ist. Echt blöd im Moment. Es ist übrigens gerade erst kurz vor 5, es ist aber schon richtig dunkel draußen. Wir hatten gerade unser Gespräch mit dem Marketingteam von Kaufland, so sympathische Menschen. Das bestärkt einfach nur noch mehr, dass ich Kaufland total liebe. Und was dann auf euch zukommt, beziehungsweise auf mich zukommt im nächsten Jahr, das seht ihr dann. Aber wie ich euch schon am Anfang des Vlogs gesagt habe, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wir werden niemals zu einer Werbeplattform. Ich habe zum Beispiel auch, das ist so ein bisschen Real Talk, ich habe ganz oft Anfragen bekommen, wo ich mir dachte, cool, davon kannst du dir jetzt schon einiges leisten. Haben wir dann aber immer gemerkt, nee, ganz ehrlich, nee, sorry, passt nicht zu uns. Wir lehnen ab. Also uns war von Anfang an wichtig, dass wir uns nicht für das schnelle Geld verkaufen. Also ihr müsst euch vorstellen, meine Vision ist so. Wir ziehen gerade das Unternehmen Kikis Kitchen auf, was vielleicht noch klein ist, aber irgendwann groß wird. Daran glaube ich ganz fest. Und deshalb ist es immer so, wenn man sich ein Unternehmen aufbaut, steckt man die ersten 2 bis 3 Jahre ganz viel rein. Ob finanziell oder vom Fleiß her, man steckt einfach rein. Schweiß. Haben sie das natürlich auch noch da. Und so ist das einfach. Und da beißt man gerne in den sauren Apfel. Und wir machen es ja auch total gerne. Das ist ja auch alles, was wir machen, ist mit Liebe gemacht. Ganz ehrlich, Hamza und ich haben uns schon gesagt, wir machen das erste Mal im Leben etwas, das uns von Herzen Spaß macht. Und ich finde es auch ganz toll, dass ihr das zu schätzen wisst. Ich bekomme ja auch mal ganz viel Feedback, dass ihr es zu schätzen wisst, dass wir immer wir selbst sind und uns nicht für irgendwas verkaufen. Und das sollen wir auch in Zukunft nicht. Das machen wir auch in Zukunft nicht. Was wir hoffen, ist einfach, dass ihr das merkt. Und das tut ihr. Wir bekommen ja ganz viel Feedback, dass ihr merkt, dass wir uns nie und nimmer für irgendwas verkaufen würden oder dass wir irgendwann mal Dinge machen, die einfach gar nicht zu uns passen und einfach nur finanziellen Aspekt haben. Das passt nicht zu uns. Aber es wäre schön, wenn sich beides vereinen lässt, dass wir lange auf dem Markt sind, dass wir lange auf YouTube, auf der Plattform sind und dann hat jeder was von. Können wir darüber reden, dass wir gerade einfach eine halbe Stunde im Stau stehen, in der Straße mitten in Mannheim, nur damit du Chi-Köfte isst? Das kann ich nicht wissen, ne? Können wir mal bitte darüber reden, dass ich gestern wollte ich so gerne marokkanisch essen gehen. Dass ich gar keine Kippe anhabe, soll das? Ja, das ist auch ein seltener Anblick. Ja, erzähl. Ich wollte eigentlich gestern, wir waren ja gestern Nudeln essen, ich wollte so gerne marokkanisch essen gehen, weil ihr mir das empfohlen habt. Ich will ja keinen angucken, ne? Aber Hamza wollte nicht. Ich hatte keinen Bock, da hinzufahren, weil es so bequem einfach um die Ecke laufen und dann da essen. Übrigens ist uns ja gestern klar geworden, unsere Hochzeitsfeier ist in knapp 3,5 Monaten. Verdammt. Okay, wenn der Vlog online geht, kann es sein, dass es in 3 Monaten schon soweit ist. Das Ding ist, irgendwie ist der Umzug und die YouTube-Videos, die sind irgendwie so ein bisschen im Vordergrund. Wir müssen echt aufpassen, dass es sich überhand nimmt und dass wir uns wirklich zeitig um alles kümmern. Das, was wir schon haben, ist der Saal und die Bühnendeko. Wenn ihr euch wundert, was meint sie mit Bühnendeko auf einer Hochzeit? In der Türkei zum Beispiel ist es auch gar nicht so, dass man extra noch einen Dekorateur engagiert. Das ist gar nicht so. Man nimmt den Saal so, wie der ist. Ja, bei uns ja auch nicht. Bei uns ja auch nicht.
bei Hamza ja auch nicht. Hamza kommt aus Palästina, falls ihr das noch nicht wusstet. Ja. Und das ist aber irgendwie so etabliert worden mit der Zeit. Und ich finde es richtig cool. Ich war jetzt schon auf mehreren Hochzeiten, wo ich gesehen habe, dass der Saal nochmal extra geschmückt wurde. Und ich finde, das macht so einen Unterschied. Erstmal fürs Ambiente, wenn man da ist, wenn die Gäste da sind. Und natürlich auch für die Fotos, für die Videoaufnahmen. Das sieht einfach so viel schöner aus. Und da habe ich gesagt, also da werde ich auf jeden Fall rein investieren. Die Deko ist ganz, ganz wichtig. Was auch ganz wichtig ist, ist Musik. Ohne Musik läuft gar nichts. Stimmung ist das A und O. Und da werde ich eine DJin engagieren. Das ist immer ganz gut, wenn man sich absprechen kann und ich da die Lieder und sowas rüber schicken kann, dass sie Bescheid weiß, welche Lieder dann drankommen sollen. Was haben wir noch? Und die Torte steht, beziehungsweise habe ich der Pari gesagt, Pari, du kannst dich ruhig austoben, ich vertraue dir. Ich habe ihr die Farben gesagt, das Farbthema, und sie wird mir vorher aber zeigen, wie die Torte aussehen wird. Also so eine ganze Überraschung wird es nicht, aber ich lasse ihr da auf jeden Fall richtig viel Freiraum, weil ich ihr sehr vertraue. Die Dekoration übernimmt übrigens Sultan Effects Ben Yunis. Das habt ihr mir empfohlen. Also da bin ich euch auch sehr dankbar. Wenn ich irgendwelche Fragen habe... Auf Instagram hast du ja. Genau, auf Instagram. Wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann mache ich immer eine Story und dann kommt ihr mir mit ganz vielen Vorschlägen. Und ich glaube, Sultan Effects wurde mir zu 80% vorgeschlagen. War ich auch froh, dass der für mich Zeit hatte direkt. War richtig, richtig gut. Aber, ihr Lieben, das Wichtigste fehlt, mein Brautkleid. Ich habe keins. Ich habe keine Vorstellung, wie es sein soll. Null, null, null. Ich weiß auch gar nicht, wann ich da hin soll. Irgendwie, kennt ihr das? Man denkt sich so, ja, mache ich schon noch, wird schon. Und irgendwie schiebt man das die ganze Zeit auf, aber irgendwie ist es doch schon alles eng mit der Zeit. Übrigens, im ersten Vlog, da kamen einige Kommentare, was ich auch verstehen kann, weil nicht alle folgen uns auf Instagram, nicht alle sind informiert, die halt gefragt haben, seid ihr nicht verheiratet? Und vor allem, warum wartet ihr in 5 Monate, dass ihr zusammenzieht? Dazu muss ich noch mal ganz kurz ein paar aufklärende Sätze sagen. Und zwar, wir sind standesamtlich und islamisch verheiratet, aber ihr wisst ja selber, in unseren Kulturkreisen feiert man die Hochzeit sehr groß, das heißt mit ungefähr 700 Leuten. Und weil wir nicht unseren Eltern auf der Tasche liegen möchten, haben wir das alles angespart. Das heißt, es dauert ja auch, dass man sich so ein bisschen das ganze Geld verdient. Das kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Man hat ja auch Fixkosten, man hat ja auch Sachen, die man so jeden Monat bezahlen muss. Man will ja auch von irgendwas leben. Und deswegen haben wir den Termin so ein bisschen weiter nach hinten verschoben, weil wir eben das ganze Geld sparen müssen. Das ist ja ganz normal. Und die Frage, warum wartet ihr 5 Monate und bezahlt 5 Monate Miete, ehe ihr zusammenzieht? Okay, jetzt sind es glaube ich nur noch 3. Das ist halt ganz einfach. Man muss sich die Wohnung ja auch einrichten. Da braucht man ja auch ein bisschen Vorlauf und ein bisschen Zeit. Man kann sich ja nicht eine Wohnung mieten und direkt nach einer Woche direkt einziehen. Also da braucht man ja auch so ein bisschen Zeit. Also das nur nochmal so aufklären. Also falls sich Fragen kommen, das nehme ich auch keinem übel. Niemand kennt uns zu 100%. Niemand verfolgt uns auf den Plattform und weiß immer, was Sache ist. Also falls ihr Fragen habt, immer, immer gerne her damit. Wenn sie nicht zu persönlich sind, dann beantworte ich die auch gerne. Manche Fragen sind wirklich sehr... Außerdem braucht man auch ein paar Monate, die Wohnung einzurichten. Das habe ich gerade schon gesagt. Mann, du hörst mir gar nicht zu. So, jetzt geht's was essen. Ich habe mich nochmal dicker angezogen und Hamza hat auch... Boah, Hamza, eins muss ich ja sagen, ne? Ich bin immer noch eifersüchtig auf den Pullover. Danke. Also ein kleiner Tipp, wenn ihr in Großstädten oder neuen Städten seid und dann einfach mal vergessen würdet, wo ihr geparkt habt, schickt euch einfach den Standort. Hamza schickt mir jetzt nämlich den Standort von hier, vom Parkhaus, per WhatsApp und dann haben wir nachher keine Probleme. Ihr wisst noch von unseren Plänen, dass wir zu Cheeköftern wollten? Wir sitzen in einem Edelrestaurant mit zerzausten Haaren und einem ungebügelten Hoodie, den ich mir nur so für die Fahrt mitgenommen habe, weil es so einladend aussah. Und jetzt sitze ich hier, aber ganz ehrlich, man muss einfach nur selbstbewusst damit umgehen. So, wichtig ist ja nur, dass man satt rauskommt. Sag mir, ich lächle, dann lächle ich, okay? Okay. Ich bin das ja, lächeln. Ach, ist das im Kasten? Ja, ich hab's im Kasten. Ja, klasse, hör mal, chuck ein. Kiki, erzähl mal was. Ich? Nein, die Person dahinter, bitte. Du da hinten. Erzähl was. Ich freue mich einfach nur aufs Drehen morgen. Wir drehen noch morgen wieder. Was drehen wir morgen? Ein gesundes Rezept. Wir wollen im Januar ein bisschen gesünder unterwegs sein. Mhm. Aber nicht nur, nicht ausschließlich. Aber ab Januar starten wir viele mit der Ernährungsumstellung. Und was ist zu drehen? Immer noch. Du hast keine Ahnung, ne? Nein, mein schlaues Buch und mein ganzen Gedanken ist zu Hause. So, das habe ich mir bestellt. Das sind der Kippe. Und die sind gefüllt mit Kartoffeln. Dann gab es noch Dips dabei. Hier noch kleine Röllchen. Hamza hat sich Shawarma bestellt. Und die Preise sind absolut vertretbar. Also wir zahlen auch nicht mehr, als wenn wir jetzt irgendwo bei Vapiano gegessen hätten.
Ich weiß nicht, ob jetzt noch was Spannendes kommt, deswegen verabschiede ich mich jetzt einfach schon mal. Ja, ich sehe sehr lustig aus, ich weiß, aber es ist so kalt. Ich sehe auch lustig aus, aber es ist kalt. Ich hoffe natürlich, dass euch der Vlog gefallen hat, dass wir euch da so ein bisschen mitgenommen haben durch Frankfurt und Heilbronn und Mannheim. Warte. Ich freue mich auf eure zahlreichen Kommentare. Ich lese mir die immer so gerne durch. Und falls ihr Fragen habt, immer her damit oder Wünsche für den nächsten Vlog, dann auch immer gerne her damit. Tschüss. Tschüss. Ich freue mich auf den Nachtisch. Lecker Schokolade essen. Freue mich.